Hallo und herzlich willkommen zu dieser Runde im Qualifying Ralen gegen Ray. Heute für euch am Drücker ist einmal die Kiki, dann meiner einer der Koval und Shiva Haze wird sich wohl ein bisschen verspäten, wird aber sicherlich auch gleich hier auftauchen. So, und wir sehen hier schon einen Start von Ray am Haus und Ralen hat sich wohl in die Sanctuary begeben und ist einmal auf dem Weg. Erstmal Pulltree holen. Leider nur Herzen. Und wird es, denke ich mal, auch dann gleich Lumberjack mitnehmen. Full Magic von der Kappe. So, Ray hat sich Bomben geschnappt und geht jetzt auch zu Sascha. Und ich sehe, Lumberjack waren Bomben. Also brauchen wir da schon mal nicht so wirklich nachschauen. Wir befinden uns im ersten Spiel der beiden im Achtelfinale. 2 von 3 Siegs brauchen die Spieler, um weiterzukommen. Und bis jetzt habe ich auch ich sehe gerade, Ray hat Handschuhe gefunden. Auch sehr schön für den Anfang. Und die nutzt er auch gleich aus. Nutzt seine Bomben, die er bekommen hat. Und geht gleich Richtung Back of Escape, wo eventuell drei Items auf uns warten. So, dann gucken wir doch mal, was hat es? Ein kleiner Schlüssel und sonst nichts. Naja. Ja, etwas enttäuschend. So, jetzt auch Ralen mit seinen Handschuhen. Holt sich hier einmal noch eine Bombe ab. Auch hier der 50-50 Chance, da Bomben zu bekommen. Ein kurzer Check auf der Lake Hyle Island. Da sehen wir nur ein Herzteil. Auch dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt zurückkommen. So, Ray überspringt Lumberjack erstmal und geht dann erstmal gleich in den Wald. Um da auch seine 5 Rupees liegen zu lassen. Und den Herzcontainer. Aber die Buschkrabbe nimmt damit Half Magic noch fix mit. So, jetzt sehen wir da die Checks von jeweils anderem. Ah, Sascha hatte nur Liebe für uns. Ray hat sich nur überlegt, ob er die 5 Rupees mitnimmt, aber hat sich dafür entschieden. Money am Anfang ist, glaube ich, nicht unwichtig. So, hey, jetzt auf dem Weg, denke ich mal, Richtung Kakariko. Hier sind ganz viele Checks, die auf ihn warten. Er weiß, dass da noch ein paar Bomben liegen unter den Steinen. Er hat ja die Gloves. Kann er durchgucken. Und hoffentlich auch welche finden, was er ja getan hat. So, jetzt aber erstmal Blindsat auf Rays Seite. Eine Fetch-Quest gleich zum Anfang. Heieiei. Das kann er noch. Und die Flossen. Auch. Oh. Mal schauen, ob mal. Der Early Zora-Check wird relativ wahrscheinlich werden. Rallen dafür seinerseits dann in Eastern unterwegs, hat bis jetzt einen Kompass und eine Karte gefunden. Jetzt nicht unbedingt das, was man unbedingt finden möchte. Er kann jetzt hier noch 2 Items bekommen und kriegt dann da auch den Big Key.
dann schauen wir doch gleich mal. Oh, Kakariko Well. Leer. Und da ist der angedrohte Big hier auf Rallenseite. Mal schauen, ob Is dann noch irgendwas zu bieten hat. Way, Ethan hat den Ice Rod in der Big Chest. Na, das ist doch mal was Nices. Ich finde, da bleibt uns der Ice Rod Hunt für dieses Mal erspart. So, Ray hat beim Bottle Vendor ein paar beziehungsweise Half Magic bekommen. Ja, kauft sich jetzt ein paar Bomben. Und ist dann quasi durch mit seinem Kakariko-Rundgang. Wird jetzt noch die Library checken, gucken, was auf dem Race Game ist. Wow! Na, das ist jetzt mal eine Überraschung. Die zweiten Gloves in Eastern. In der Big Key Chest. Das nenne ich mal ein echt nicer Fund für den Anfang. So, ich habe auch gerade gesehen, es kommt Sagara mit zum Kommentieren. Scheint Shiva Haze wohl ein bisschen verhindert zu sein. Race Game sehe ich bloß ein 20 übrig. Und da ist er auch schon. Hallo Sagara. Hallo, guten Abend. Also ja, ich hab dich schon ein bisschen angekündigt. Ja, aber ich wurde angepinkt, beziehungsweise es wurde ein Bat-Signal herausgesendet, aber es sah eher aus wie ein Verrückter mit Teetasse. Ah, okay. So, ja, Rallen gegen Ray. Die ersten Gloves dann in Links Haus und die Titans dann in Eastern versteckt. Und in Kakariko ein paar Flossen und ein Pilz, wo Ray jetzt abgibt. Sonst hast du nichts viel verpasst. Ah, Entschuldigung, der Ice Rod in Eastern. Also zwei nicht unwichtige Items. Titans ist jetzt schon so früh, das ist eigentlich eine sehr interessante Art. Also, ich meine, Ray, unser spontaner Mensch versus Ryan, der Hard seine Routings hat. Ja, ich sehe schon, Ray macht einen Hard Reset. Ein netter Zug, wenn man den Pilz noch behalten möchte. Und ich sehe ein Schwert und eine Lampe in unserem Mini-Moldon-Cave. Ja, Ray hat sich halt die Infos geholt, was er für den Pilz kriegt, sagt sich, nein, der Reward ist mir für diesen Pilz zu schade und hat sich jetzt gesagt, ich behalte den Pilz für nach Effekt Powder, falls ihn Somaria auf dem Weg findet. Na, bin mal gespannt, wann der dann auftaucht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, okay, sie haben jetzt Titan Smith schon am Anfang. Ein Schwert, eine Lampe, also aktuell fehlt eigentlich nur die Moonpearl, dann hätten sie Darkwood Access, beziehungsweise jetzt kommt halt die Frage, was sie noch bekommen auf dem Weg. Viel wird auch nicht mehr übrig bleiben. Ich bin jetzt viel mehr gespannt, wann Ray seine Titans abholt, weil je nachdem, was er an Progression findet, ob er jetzt noch in den Escape geht oder nicht, beziehungsweise er hat ja schon die Flossen. Aber er entscheidet sich wohl erst im Mini-Moldon-Cave, dann zum Damm und dann wohl Richtung Wüste. Die Frage ist, was ich jetzt stelle, dass ich vergessen habe. Ja? Ich habe sie vergessen. Also wenn mir sie wieder einfällt, sage ich Bescheid. Das ist gut. Kannst du noch ein bisschen deine Gedanken sortieren, vielleicht fällt es dir dann wieder brennend heiß ein. Ja, ich überleg mal. Also, wir sind jetzt Escape, das Titan Smith sind in Eastern Palace. Richtig.
Rallen jetzt den Schlüssel einlösen und Richtung Dark Cross unterwegs. Und Rei Richtung Wüste. Ah, er geht Geld farmen für Zora. Ja, 50 Rubine pro, ich sag's mal, pro Hub. Hört sich eigentlich auch gut an. Ah, da ist der Hammer! Im Dark Cross. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, was ich fragen wollte. Die Frage ist, haben die schon die Pendants und Crystals gecheckt? Das nein. Hab ich nicht mitbekommen. Also von meiner Seite aus habe ich nur jetzt gesehen, dass da. Ne, Mapcheck ist noch nicht gelaufen. Ja, dann kommt die Frage, wenn Easter Palace ein Pendant ist, kann ich es verstehen, dass Ray sagt, nope, ich habe noch kein Interesse. Ja, er weiß es noch nicht, aber er weiß auch noch nichts von seinem Glück, dass der Hammer im Dark Cross liegt. Weil er war schon relativ early in Back of Escape, hat er aber da noch keine Lampe oder Möglichkeit, sich durch die Darkrooms zu manövrieren. Ja. Entweder er macht es dann mit dem Front of Escape mit. Oder es wird noch warten müssen. Ja, ich denke mal, sie werden beide drauf gammeln, dass sie nicht zufälligerweise die Moonperle auf der Pyramid finden. Also sprich, Aga 1 machen müssen. Meine... Hm. Ich wollte gerade sagen, aktuell ist es noch nicht required, aber durch das Master Set und die Lampe, ja, könnte schon mal ein Indiz sein. Die Frage ist halt, ist das Zora heute in oder heute nicht drin? Ja, das werden wir sehen. Ich denke, Rai wird jetzt die Flipper-Checks machen. Er hat jetzt genug Geld für Zora, die berüchtigten 500 Rubine. Und dann werden wir sehen, ob das ist, was er sucht. Weil wenn da die Moonpearl liegt, dann not bad. Aber da fehlt ja jeweils den anderen noch ein bisschen was. Ich meine, Rahlen braucht ja noch die Moonpearl für Dark World Access. Ansonsten hat er ja alles. Und Ray würde dann in dem Fall Hammer oder Titans brauchen. Ja, ich denke mal, Titans wird er eher finden als ein Hammer. Ja, denke ich auch, dass er erst der East dann reingehen wird. Tatsächlich, aber das wäre dann... Aber dann hat er ja schon alles, was er brauchen kann, dann direkt das klären. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer wird erster seinen Dark World Access bekommen? Wie gesagt, es ist jetzt aktuell die Frage. Also ich aktuell... Da ist ja, er. Ne. Damit ja, okay. Ist die Frage geklärt. Okay, ja, aber gleichzeitig wird es für Ray einen Nachteil haben. Ich meine, okay, er hat noch kein Dark World Access. Aber wenn er die Titans missfindet, ich sag's dir ganz genau, wie es sein wird. Er wird direkt dann wirklich auf Outcast gehen. Also er wird nicht Front of Escape machen, beziehungsweise Back of Escape. Beziehungsweise in Darkroom. Deswegen. Ja, das könnte ich mir bei ihm übrigens auch vorstellen, dass er das tatsächlich erstmal skippen wird. Ja. In der Tat, weil mit Dark World Access sind so viele Sachen offen. Also. Da ist halt dieser einzelne Check im Dark Cross halt relativ schwierig, muss ich sagen. Ja, außer er sagt, okay, ich habe bis jetzt keinen Access, ich mache jetzt Front und S. Darkroom. Oh. Unsere erste Flasche. Sickit haben wir jetzt auch noch in. Ja, drin. Aber Sickit würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, wird eher nach. Obwohl, er hat jetzt nicht mehr so viel. Deswegen. Ja, es ist schwierig. Also. Ich kann beide Wanner verstehen, wenn sie sagen, Front bzw. Darkroom ist eher so ein. Kann man mal auf dem Weg mitten in die Mittelpyramide, wenn man mal den Mirror findet. Aber. Ja. Der Rallen entscheidet sich tatsächlich auf den Berg zu gehen und den Weg zu folgen,
In der Hoffnung, dass er da seine Merle findet. Berg ist ja absolut in Logik. Mit Gloves und Lampe. Aber so ein Early Tripten Berg hätte ich jetzt tatsächlich eher weniger gemacht. Oh! Ich sag mal so, da hat der Checkmate bekommen, aber gleichzeitig. Ich hab nichts mehr gesagt. Wo waren die Flippers? Die Flippers, die waren in Kakariko. Dann hat Rahn die Flippers schon, wahrscheinlich. Na, das gucken wir gleich. Wenn er das Menü aufmacht, kann man ja nochmal einen Blick reinwerfen. Sehen wir es nochmal. Aber den Hookshot hier zu finden, ist natürlich für Rahl natürlich perfekt. Und Ray geht doch schon Richtung Front. Ja, anscheinend schon. Ja, dann hat er gesagt, mir ist Eastern Palace noch immer nicht interessant genug. Ich gehe jetzt doch in die Front rein. Okay, dann wird er seinen Hammer finden, aber das heißt dann, er wird dann später, wenn er den Bogen hat, wahrscheinlich Pot, je nachdem was Pot hat, mit Eastern verbinden, falls er die Möglichkeit kriegt. Das heißt, er kommt dann doch an seine Titans, muss aber bloß die Frage, wann. Ja, das ist natürlich die Frage. Und die Frage ist, ob Ray auch wirklich Dark Cross macht oder es vergisst. Ja, er weiß, dass er noch einen Schlüssel hat. Von daher denke ich, gehe ich mal davon aus, dass er weiß, dass da noch ein Dark Cross was liegen kann. Spätestens wenn er die Karte findet, dann ist es sicher, dass da noch was sein muss. Und von daher denke ich mal, dass er da auch noch dran denkt. Oh. Uran. Oh, und da ist das dritte Schwert. Das ist natürlich und eine Flasche. Also, Paradox Cave, heute das neue Hype Cave. Progression über Progression. Ja, aber das wird Rahlen tatsächlich ein bisschen wehtun. Er hat noch keine Moon Pearl, er hat den Hookshot, aber er kann halt Dark Death Mountain nicht in Verbindung bringen. Von daher, er muss doch einen zweiten Trip auf jeden Fall für diese Progression bzw. für die Checks da mitnehmen. Naja, ich sag mal so, er hat halt den Vorteil, dadurch, dass jetzt eher da Dark Death, also ich sag mal so, Dark Death Mountain wird für ihn eher so sein, okay, ich gehe da kurz einmal rüber, mach jetzt alles und fertig. Das Einzige, was vielleicht eher später noch hinten setzt, ist maximal Spy Cave. Aber der Rest kann er theoretisch schon mitnehmen. Ich meine, er hat Mirror, er hat Titansmus, er hat einen Hammer, er kann Tüttel Rock gleichzeitig checken gehen dadurch. Ja, das ist wohl wahr. Er setzt jetzt hier aber einen Deathwarp auf und wird jetzt auch gleich seinen Hammer finden. Ich denke mal, Rallen wird jetzt gleich ein Herapod aufsetzen. Er hat den Big Key, von daher er muss auch nichts zurücklassen. Na, noch ein Stückchen. Kleines Stückchen. Jetzt. Passt es. Da kann ich dir nicht halten. Also im Herapod bin ich raus. Also, ja, es gibt so ein paar bestimmte Sachen, auf die man achten muss. Das ist das Menü mit der Kiste, die da liegt. Dass man da Pixel Perfect steht, dann, wenn er bombt, dann klippt er sich quasi so ein bisschen in den Pot rein und dann braucht er sich nur noch mit dem Hookshot reinziehen. Ein Schritt nach links, ein Schritt nach oben. Und dann ist er schon durch. Aber es ist halt schon so eine Sache, man braucht diesen perfekten Pixel, sonst wird das nicht. Das stimmt. Aber Rahn macht jetzt alles komplett durch.
Ja, das, was ja vermutet wurde, er findet seinen Hammer ja Dark World Access, also erstmal Richtung Kakeriko. Er hat ja noch eine Flasche einzulösen mit dem Powder, das er gefunden hat. Kann er jetzt auch die Magic Bed besuchen und hoffen, dass da noch was liegt und wird dann höchstwahrscheinlich dann Village auf Outcast gehen. Ich meine, Ray, ich sag mal so, die Titans sind ja nicht an irgendeinem Ort versteckt, wo man sagt, das ist ein Ort, den man nicht besuchen würde. Die sind early erreichbar. Ja, die sind early erreichbar, das stimmt. Aber die sind jetzt auch jetzt nicht so, dass man sagt, die sind jetzt irgendwo abgegrenzt, wo man jetzt nicht vermuten würde. Nein. Nein. Deswegen, es ist schade, dass Ray sie jetzt noch nicht findet, aber wir wissen... Ja, bisher hatten halt tatsächlich noch nicht so wirklich was in Eastern gelockt, wo er sagen würde, hey, da würde ich mal reingehen. Aber ich meine, er hat ja schon sein Dark World Access und die Titans machen jetzt für ihn, würden mehr aufmachen, aber für Ray, für Rallen halt, ja gut. Er rein braucht er braucht die Moonpearl. Punkt. Genau, die ist bei der Fairy. Ja, aber Ray hat jetzt keinen großen Nachteil dagegen, dass er die Titans jetzt noch nicht hat. Er hat noch so viele Chicks offen nach wie vor. Ja. Die er mitnehmen kann, von daher. Ich würde auch schätzen, dass Sora Fairy eher eine der letzteren sein wird. Ich meine, nach Hera würde ich jetzt zum Beispiel noch die Dark World kurz durchmachen. Super Bunny Cave, Hookshot Cave, Informationen holen. Ist Turtle Rocken? Crystal, wenn ja, was brauche ich dafür? Ja, diese Option hat ja Ray später ja noch. Das kann ja Rahlen jetzt so nicht machen. Er kann vielleicht durchlaufen, ja, aber dann weiß er, was Turtle Rock für ein Pendant, für ein Crystal ist. Und danach hört's auf. Ja, aber er hat noch so Bunny Cave und Hookshot Cave über sich. Das heißt, er kriegt jetzt noch 6 weitere Checks. Extra. Das meinte ich. Ah, ja. Die halt, wenn jetzt da noch irgendwo... Weil ich meine, bis jetzt hat, was Rahlen hat, kriegt Ray auch. Aber wenn jetzt im Hookshot Cave, sagen wir mal, ein Bogen liegt, oder irgendwas, ein Somaria oder so. Firewatch. Beispiel. Das würde heißen, dass solange Rain nicht die Titans bis hat, er nicht an den Firewatch kommt. Und Rain geht nicht weiter. Quake. Unser erstes Medaillen haben wir schon. Okay, warum macht Rahn jetzt kein Death Mountain? Ich meine, der ist ja schon da oben. Er hat einen Hammer, er hat die Titansmith, er hat einen Hookshot. Nur keine Merle. Stimmt. Fucking die holt er sich jetzt, so wie es aussieht. Ja, die Pearl habe ich jetzt komplett vergessen. Natürlich. Verdammt. Ich hoffe, er denkt jetzt noch dran, dass er da durchläuft. Ja, Chat, nicht claim. Ich bin sensibel. Ei, der Bogen. Aber auch hier, Rahlen, ein Hard Reset, um den Pilz zu saven. Ja. Yep. Das machen die Runner gerne, wenn sie wissen, okay, da ist nichts Progressmäßiges drauf. Und es könnte ja auf dem Weg noch was sein. Ja, Rahlen lässt seine Pearl noch ein bisschen liegen. Schade. Macht jetzt Freunde fürs Escape, besucht den Onkel. Und Ray freut sich wahnsinnig über den Bogen. Weil ja, damit ist der Weg zu Eastern und Pot dann quasi komplett offen. Man wird höchstwahrscheinlich auch den Weg komplett durchgehen. Sprich von Village of Outcast, dann über die Südroute.
bis Hype Cave und dann weiter zu Pot, beziehungsweise... Ich meine, er kann... Ja, ich meine, er hat Pot, er kann Pot clearen, er kann die Spells clearen. Klar, der einzige Nachteil ist jetzt gerade aktuell, er braucht einen Safe and Quit. Richtig. So, dafür sehen wir von Ray jetzt Thief Town. Und halt weil auch keine Herzteile. Der Hookshot war in Spectacle Rock Cave versteckt. Ja, bei mir hackt der Stream gerade ein bisschen. Ihr habt, ich denke mal, sie haben refreshed. Ah, okay. Ja, bei Rallen sehen wir das, was Ray quasi schon gemacht hat. Immer noch auf der verzweifelten Suche nach der Merle. Ja, er wird sich wahrscheinlich in den Hintern beißen. Oh ja, den wird er tatsächlich last locaten. Deswegen, also in der Hinsicht hat, glaube ich, Ray den Vorteil, falls er auf Death Mountain geht, aber davor noch East Palace mitmacht, also ich betone es das vor, kann er halt Dark Pot ohne Probleme mitnehmen. Ja. Ich finde das jedes Mal toll, das zu sehen. Einfach einen Guard einfrieren und gegen den anderen Guard werfen. Ja, das nennt man aufgeteilte Arbeit. Ich meine... Ich finde das toll. Andere beschweren sich, dass sie nie... ich meine, irgendwann wird sich der Guard beschweren, dass er immer nur mit Vasen beschmissen wird oder mit einem Schwert oder einem Feuerstein. Das ist auch mal was Ordinäres. Das nennt man Friendly Fire. Die Mondperle lag oder liegt in der Waterfall Fairy. Oder bei der Waterfall Fairy. Also... Das, was Rahn in 5 Minuten machen wird. Ja, gefühl. 2. So. Hey, mittlerweile beim Buddeln. Kriegt einen Haufen Magie, ein bisschen Geld und eine Flöte. Mensch. Ja, ich würde mal sagen, das macht ihn einiges leichter. Ja, zumindest mal einiges schneller. Wird auch noch jetzt noch ein bisschen Geld nachholen. Ray, du hast die Flöte. Nein, er will noch Geld für... Achso, er braucht ja für das gierige Äppchen ja was. Genau. Und da wird Ryan seine Mondpalle jetzt finden. Seine Vorlast-Location oder so. Ja. Ich meine, man sieht jetzt halt die unterschiedliche Raid, der auf Kleinigkeiten sagt, geht dann hinterher und rein, der halt mehr oder weniger so eine Was-wäre-wenn-Theorie durchzieht. Also man sieht da zwei verschiedene Runner, eigentlich, die jeder ihre eigene Spielweise haben. Auf der höchsten Art. Wäre sonst langweilig. Ja. So, jetzt sehen wir das eigentliche Hype Cave. Ein 20er. Ein Bumerang. Noch ein Bumerang. Ein Herz. Und 300 Rubine. Ja, Bumerang Brothers heute. Ein Boomerang von 10, ja, so ungefähr. Ich meine, ich würde sagen, 2 Boomerang von 10. Hm.
Palen hat sich wohl entschieden, von Linkshaus gleich in die Dark World zu gehen und Hypekiff dann gleich mitzunehmen. Yep. Ja, Hypecave nimmt viele Runner gern als erste Station mit. Da gehöre ich tatsächlich mit dazu. Ja, die dann nach oben arbeiten. Weil Village of Gods. Weil ich sag mal so, wenn man von oben kommt, hat man halt den Ausweis Skywoods, Village of Outcast. Und dann tut man sich da halt öfter schwer wohin. Ich meine, es gibt einen Südweg, es gibt einen Nordweg. Ja gut, aber der Nordweg ist ja jetzt für Rahlen eher etwas uninteressant geworden. Ohne Cape kann er zwar gucken, was an Bamba Cave Ledge liegt, aber das war's dann aber auch schon. So, jetzt prüfen wir mal, was der Catfish hat. Und der Catfish tut mit 20 Rubinen euch beglücken. Jetzt habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Wo hat Halen den Spiegel her? Rahlen hat den Spiegel aus Paradox Cave. Linke Chest. Ah, stimmt ja. Da war ja was. Oh Gott. Ich fange schon mit Demenz an. Hilfe. Tja. Wie mein Kundenklientel ist, so werde ich dann später auch. Stimmt, da war ja ein Paradox Cave. Ich denke mal, dass Ray jetzt auch langsam in die Richtung geht, wenn er die Flöte aktiviert. Ja, ich hoffe gerade eher, dass er Richtung sagt, okay, ich habe einen Hammer, ich habe einen Bogen, ich habe ein gutes Starter-Pack. Kombinieren wir Palace of Darkness mit East Palace. Das wäre halt jetzt gerade in seinem Moment eigentlich, glaube in Anführungszeichen schlauer, weil wir ja wissen, dass der Hookshot Cave und das Ganze oben ist. Ja, macht er auch. Zumal sowohl Ethan als auch Pot beides Crystal Dungeons sind, die er hintereinander relativ zügig abschließen kann. Genau. Das macht halt auch einiges aus. Vor allem, er hat dann 2 in einem Paket. Das heißt, er hat dann schon 2 Crystals Vorsprung. Und kann dann sich auf dem Berg kurz austoben und findet dann dort sein nächste Sache. Obwohl, ich habe gerade Blödsinn gelabert. Er kann ja gar nicht so mirroren. Ich war gerade schon wieder Mirror. Also, aber so wie es jetzt Ray macht, ist auch gar nicht mehr schlecht. Zumindest mal kann er dann Dark Death Mountain gleich komplett mitnehmen. Wo waren eigentlich die Titan Spells und East Palace genau versteckt? Die waren in der Big Key Chest. Ah, also hinten ran. Richtig. Ja, dann hoffen wir mal, dass. Okay, Ray wird wahrscheinlich früh Clear machen, also wenn er weiß, er hat. Kommt was in Karte, wird er hinten durchgehen. Ja, natürlich. Weil bei. Also alle 3 Dungeon Items sind vorne. Von daher muss da hinten was liegen. Es geht ja nicht anders da. Und Flowers Boots werden immer noch vollkommen überbewertet. Und Edos hat gelernt, seine Schuhe auf den Kopf zu tragen. Und Kiki versteckt ihre gern unterm Sofa. Ja, bevor sich die Katzen da einnisten. Ja, das kann ich. Nein, eigentlich nicht. Aber ich stelle mir so vor, kleine Katzen, die in diesen Boots sind. Und dann plötzlich davon
düsen. Eher du willst reinsteigen und die machen einfach nicht Platz. Wie gesagt, nie gehabt. Das war die Big Chest. Jetzt kommen wir zur Big Key Chest. Und da sind sie. Ja, das heißt, je nachdem, was er... Okay, ich würde mal sagen, er wird jetzt Pott trotzdem noch machen, weil er ist jetzt gerade in dieser Ecke. Ja, also natürlich wird er Pott machen. Also wenn er jetzt sagt, nein, ich gehe jetzt nie, ich gehe jetzt direkt auf den Berg. Ja, kann nein, man machen, aber ist halt dumm. Glaube ich nicht. Das würde er dann machen, wenn Pott ein Pendant wäre. So, glaube ich, das wäre am besten Willen nicht, dass der das... Ja. Dass er Pott jetzt liegen lässt, weil das wäre doppelter Weg für ihn. Das bringt's nicht. Naja, aktuell hat er ja so, dass er kein Mirror-Port hat oder so. Also das heißt, er muss bloß runter, dann ist er dran. Aber aktuell hat er halt die Möglichkeit. Ich meine, er hat kein Mirror-Port. Hätte er einen Mirror-Port gehabt und den ganzen Affenkram schon gemacht, kann ich verstehen. Aber dadurch, dass er nicht in der Dark World sich nach East Palace gearbeitet hat, ist jetzt halt die offen, weil ich meine, es ist halt verführerisch. Noch eine Flasche. Ja. So, dann. Ah, nee. Und er entscheidet sich doch noch schnell noch Potmals reinzunehmen. Wollte ich schon sagen. Hey, enttäusch mich nicht. Ich meine, wie gesagt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass er noch kein Portal hatte. Wäre er jetzt dort ein Portal gewesen, hätte ich gesagt, ja, es kostet Zeit, weil er muss dann den ganzen Weg, was er jetzt läuft, nochmal laufen. Aber dadurch, dass er die freie Wahl hatte, hat er sich eher für den Portal entschieden. Oh, welcome, your people from Speed Gaming. Welcome to this race between Ralen Tankier and Ray 07 in this qualifying for the Speed Gaming Live. So, auf zu Pott. Rallen schickt zumindest mal seinerseits noch kurz Bumper Key Fletch. Ja, Ralen wird jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Side-Sachen machen. Muss ich die Infos holen. Und ich glaube, das war aus Versehen Miss Mirrod. Das denke ich auch. Dass das nicht ganz so gewollt war. Ja, es passiert schnell, wenn man den Triggerfinger irgendwie oft. Oh. Auf der Mirror-Taste hat. Ja, das denke ich mir gerade auch. Mysteriös. Da sehen wir hoffentlich noch was kommt. Ich höre was geöffnet. Ja, ich könnte jetzt spoilern, könnte sagen, Ray hat in Somaria gefunden. Aber das würden wir niemals machen. Hey, dafür hat Ral noch das zweite Medaillon gefunden. Ihr habt aber noch immer keine Infos, was Turtle Rock braucht, also... Ja, das kommt noch. Ich meine, die Info, die hätte ich jetzt bei Ryan noch gemacht, wenn ich schon da oben bin und die Möglichkeit habe, wenigstens die Infos zu holen. Ja, aber die macht er dann. Ja, aber wir haben Ivo. Für Mystery Myers.
Ja, da fällt uns jetzt noch ein Medaillon. Schreite er und in 5 Kisten später haben wir ihn haben das Medaillon gefunden. Nee, stattdessen ein Cape. Ja, nimm auch. Ja, nice to have momentan, weil brauchen tun wir es jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ja, später, wenn man Ganon im Masters. Okay, Masters wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Obwohl, bei Rhein, Rhein wird jetzt Agina wahrscheinlich nicht in nächster Zeit checken. Aber Ray würde ich mal weniger schätzen, dass er nur im Masters Sword reingehen wird. Jetzt kommt halt die Frage, wo ist Schwert Nummer 4? Ja, Ray wird ja zwangsweise sein drittes Schwert finden. Wenn er Paradox Cave durchgeht und ich sehe, Eastern ist nicht bootslocked. Das ist doch schon mal eine nette Neuigkeit, wie ich finde. Ja. Ich meine, kann er gleich mitmachen, kann er gleich durchmachen, dann hat es auch fertig. Und dann hat er damit auch seinen ersten Red Crystal. Yep. Und wie ich weiß, hat er doch Tower of Hera auch schon durchgemacht. Hat er auch das Pendant aufgehoben? Ja, hat er. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das hat. Ja, dann hat er schon eigentlich zwei Dungeons. Es kommt halt drauf an, was ist auf Pet? Ist Pet required oder nicht? Also bis jetzt, ja, weniger. Ja. Ich meine, es könnte ein Fire Rod drauf sein. Es könnte ein Ether drauf sein. Es könnte alles drauf sein. Jetzt nur mit seinem zweiten Crystal. Und als Dank gibt's bloß eine Karte. Und Ray merkt, er hat noch einen Schlüssel. Er hat kein Item hinten beim letzten. Ja, nee, er ist gar nicht hinten durchgegangen. Ach so. Ray, du schlimmer Finger. Der hat sich der Big Key geschafft und ist gleich zum Boss durch. Von daher, er hat da noch ein bisschen was vor sich. Ja, kann ich verstehen. Back of Pot ist noch offen für ihn. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Eigentlich nicht, aber würde ich auch machen. Ja, so ist es doch ein bisschen einfacher, wenn man sowieso keinen Spiegel hat. Richtig. Dass man dann erstens macht, wenn man sowieso schon den Big Key und vorne findet. Da stürzt sich Ray in den Heldentod und denkt sich, nicht mit mir. Und jetzt denkt er sich, es wird noch zu heiß. Ach Mensch, Ray, was machst du da? Was er macht? Dann ja, den Hammerjump vergeigen. Aber er versucht auch kein zweites Mal, sondern geht gleich direkt durch. Also ein Small Key müsste er noch finden. Übrigens, da war dein viertes Schwert. Desert. Desert Boss oder Desert? Nee, Desert Big Key Chest müsste es gewesen sein. Ah, das heißt, rein, es hat jetzt doch ein Tempo. So eine so doof. Also nicht, weil rein das Schwert gefunden hat, sondern weil es so schön nah war. Ja. Ich meine, rein wird sich jetzt durchbaddern. Wenn er das vierte Schwert findet, ja. Ja, in 3, 2, 1. Dicht daneben. Dicht daneben. Naja, bei mir hat er gerade self-inquitted, beziehungsweise beide haben gerade self-inquitted, als kleine Info.
Und Ray flötet sich. Nacht müssen wir mal auf. Wirft den Stein weg, sagt, nein, ich guck doch noch mal nach. Ja. Mal gucken, was er auf den Berg geht, weil ich meine, ich kann ihn verstehen, er möchte nicht unbedingt auf den Berg ohne Mirror oder Hookshot, aber es wird ihn auch richtig anfieseln, wenn er dann merkt, ey, beide Sachen sind da oben. Aber wir wollen mal kurz Zwischenbilanz halten. Ray 2 Crystal, Hot Eastern, also beides nah beieinander, während Rahlen das Palace gemacht hat und Taurofera. Die Frage ist halt, wird es was bringen oder wird es bloß ein Witz sein? Mit Zierde. Und Hookshot Cave. Haben wir was eigentlich in der Super Bunny Cave gesehen? Also da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nein. Gut. Dann bin ich ja froh, nichts verpasst zu haben. So. Und Rucksack Cave sieht auch nicht gerade. Ja, okay. Hat sich das dritte Schild geholt. Meine Frage hat Rahlen schon. Ne, das muss ich warten, bis es soweit ist. Weil das kann ich jetzt gerade nicht auf der Schnelle fragen. Ist er, nein, er hat bloß den zweiten. Zweite Armor. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen hinterher hing, aber irgendwie will mein Browser nicht so, wie ich das möchte. Okay, unser Chat hat schon gesagt, Eva war im Super Bunny Cave. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Pendants, alle Medaillons. Also wir können jetzt schon mal ausschließen, dass einer dieser Dinge uns noch aufhalten könnte. Jetzt kommt die nächste Frage. Was kommt noch? Eher die andere Frage, was fehlt uns noch? Uns fehlt jetzt noch ein Fire Rod und ein Somaria. Nein, Somaria haben wir ja schon. Ja, ich meine bei Rahlen auch. Ja. Aber Fire Rod, da wissen wir nur nicht, wo er ist. Das wird eine schöne Frage sein. Also ich kann es ja auch jetzt nicht beantworten, aber ich würde mal schätzen, es wird auf dem Weg sein. Entweder ist meine Verbindung heute schlecht oder der Server ist heute schlecht. Dann schließe ich mich da mit dieser Frage an. Also. Aber nee. Egal, wir werden trotzdem bis zum schlimmeren Ende durchhalten. Im Notfall muss halt unser Tracker ist alles vortanzen. Ah, das schafft Kiki. Die kann das. Erstmal nochmal herzlichen Dank an Kiki, dass sie für uns trackt. Also
beziehungsweise dass alles nochmal heute spontan zusammenkommen ist. Ja, für den Ray macht man das doch gerne, oder? Und für Rahl natürlich auch. Hör ich da ein bisschen so Fanboy? Nein. Du kommst darauf. Weiß nicht. Dass man sein Lieblingsthema als erstes schreit, ist normal. So, Ray hat endlich den Weg auf den Berg wiedergefunden. Und somit wird er sich jetzt auch gleich seinen Hochstand abholen. Ja, bringt den alten Mann erstmal nach Hause, holt sich wahrscheinlich die ganzen 20 Pennies, die wir vorher nicht mitbekommen haben. Und holt sich dann den Hookshot, holt sich den Mirror und die restlichen Sachen. Nein, es war Liebe. Stream los. Keine Ahnung. Haben Sie schon den. Warte, die beste Antwort eines IT-Lers, haben Sie den Computer schon ein- und ausgeschaltet? Wenn ich jetzt damit anfange, dann. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden. Ja, Rahlen gerade auf dem Weg weiter runter Richtung Kulster. Wird wahrscheinlich jetzt noch die ganzen Checks nicht mitnehmen. Hat er schon seine 3 Items raus? Wahrscheinlich hat er diese Items schon raus. Also dadurch, dass er schnurstracks geht, würde ich mal mit einem großen Ja betiteln. Dann werden wir jetzt gleich einen etwas langweiligen Coldstair-Fight mit Buttersword sehen. Ja. Was soll man erwarten? Die haben halt schnell ihre Schwerter bekommen. Ist jetzt so. Aber dafür wenigstens schön in die Ecke gedrängt. Also. Ja, also der Fight war wirklich schön. Coldstair durfte man nicht mal raus. Beziehungsweise kam er da raus und schon hat er die Schelle bekommen. Jetzt hier bei Hypecave 2.0. Holt sich sein Möwe ab, holt sich seine Cream Potion ab, holt sich sein Schwert ab und holt sich noch irgendwas anderes ab. Ach, sein Schild. Genau. So. Aber... Mal dich gefragt, wo vermutest du die Fire Rod? Also ich sag, wir haben kein mehr noch deshalb gesehen. Wir haben die ersten vier Dungeons gesehen. Denn zwar so auch. TT. Ich sag Green Pendant. Einfach mal aus dem Bauch heraus. Okay. Ich würde jetzt vermuten, der liegt nicht ganz so nett. Eigentlich, wenn die Schlüssel günstig liegen, ja. Aber ich würde sagen, Gene Job Chest. Dass die Kettenhunde den Fire Rod bewachen. Ah, weil sie auch öfters mal ein hitziges Gemüt haben. Ja, genau, richtig, so ungefähr. Und Rein holt sich den Swamp Palace. Dip. Auch mal eine nette Art der Begrüßung. So.
das war nicht so Ray. Und da hat er auch gleich gesagt, okay, bevor ich mir da noch mehr Zeit vergeude, ein Versuch geht's, dann hoch. Ja, das ist eine gute Entscheidung, weil wenn es nicht auf Anhieb klappt, ist halt tatsächlich der Zeitgewinn quasi nicht mehr vorhanden. Yep. Also der Spieler ist so angesägt, dass er sagt, dich hole ich mir jetzt. Um es kurz zu machen, Chat, ja. Also das würde ich mir halt schätzen, dass er das sagt. Maybe. Maybe ist keine Aussage. Es gibt nur zwei Aussagen. Ja oder nein. Oder Thunfischbrötchen. Ja, ist mir gerade spontan eingefallen. Solche Ideen kommen. So, da hat Ray den Pen geholt und rein macht sich auf die Left Side Swamp. Ja gut, ohne Somaria muss man halten, Bomb, Diver Down aufsetzen. Yep. Der Bogen war in Skywoods. Wenn du in die Front reingehst, linker Raum. Ich weiß nicht, wie er schumpfen wird. Das ist doch die Map-Chest. Kann sein. Ich hab's vergessen, was da drin war. Nein, wir sind noch nicht im No-Mode, weil wir nicht wissen, wo der Fire-Rod ist. Solange wir nicht wissen, wo der Fire-Rod ist, gibt's kein No-Mode. Ja, das ist das Item, was wir noch verzweifelt suchen. Was die noch verzweifelt suchen? Ja, wir auch. Ja. Fiebern ja mit. Vielleicht. Aber es bleibt echt langsam nichts mehr viel übrig. Naja. Also, ich meine, ja, dadurch, dass Rhein aktuell nicht weiß, wo sein Progress ist, kann ich verstehen, dass er erstmal jetzt sich da durcharbeitet. Ich meine, East Palace und Pot geht man nicht gern ohne Bogen. Was ich ihn verstehen kann. Aber dass man dann Pendants davor zieht, ja, auch schwierig. Außer er hat es echt gefühlt, dass es ein Pendant-Seat ist. Nicht unmöglich tatsächlich, dass der Fire-Rod auf dem Pad liegt. Sag ich auch nicht, dass es nicht möglich, dass es nicht unmöglich ist. Aber wenn dem tatsächlich so ist und Rallen diesen Dungeon fertig macht, dann ist es doch für Rallen dann doch einen leicht taktischen Vorteil. Auch wenn er den Bogen nicht hat. Ja, wie gesagt, kommt ja die Frage, wo ist der Fire-Rod? Wenn der Fire-Rod wirklich, sagen wir mal, Pet ist oder in einem Dependent Dungeon, ist es eigentlich schon interessant, dass Rhein das gemacht hat. Also vor allem, wenn es auch wirklich auf dem Pad ist. Also ich sag nein, aber wir wissen ja noch nicht, wie das Seed ausschaut. Also taktisch klug ist es von Rhein mal schon. Dadurch, dass er nicht weiß, wo sein Progress aktuell ist. So. Der Fight gegen Argus geht recht zügig. Ein Bruderschwert, kein Wunder. Und da sind wir jetzt nochmal bei Ray. Burner
Und Eva in der Super Bunny, Super Bunny Cave. Dafür ist das zweite Pendant für Ral. So, wo wird Ralen jetzt als nächstes hingehen? Er wird jetzt erstmal sein Buttersword, ne, sein Buttersword kann er nicht holen, aber sein Gold Mirror, sein Mirror. Naja, er geht jetzt in den Pot rein, dass er Gott sei Dank für ihn ja nicht Bowlocked ist, und dann wird er erstmal seinen Somaria finden. Ja, aber sag, ach, hätte ich die zweite anderen dann so sehr später gemacht. Ja, genau, so ungefähr. Bombos liegt in Desert Palace. Ja. Robot. Ja. Und war das jetzt in der Biki-Chest? Das kann ich nicht sagen, da hat es bei mir kurz ausgesetzt. Aber beide Richtung Spike Cave. Und ja, der Big Key kann sich tatsächlich in Swamp Palace in der Big Chest selbst anschließen. Das funktioniert bei dem Dungeon. Da er nicht gebraucht wird, um zum Boss zu kommen. Ah, Graveyard Ledge. Was? Okay. Ich kann es nicht sagen, wie gesagt, da bin ich leider raus. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Da wir werden es noch rausfinden. Der Stream heute ist der sag mal launisch. Unglaubbar läuft. Unglaubbar läuft. So. Okay, jetzt in der Meyer Area. Ja. Wird jetzt wahrscheinlich müssen wir Meyers kurz machen. Wird es dann mit Desert Palace verbinden? Ja gut, Michael Meyer kann er ja komplett clearen. Ja. Er hat den Somaria. Kann ich auch verstehen, also er wird jetzt wahrscheinlich erstmal alle Crystal Dungeons durchmachen und ja. In der Hoffnung, dass er was kriegt. Ich meine, wie gesagt, bei Rhein war halt die Entscheidung, kein Swamp, ist kein Skywoods, was ihn halt jetzt weit zurückwerfen wird. Das Ärgerliche für Rahlen ist halt, dass er jetzt hier mit einen Double Dip machen muss zu Pot. Das wird ein bisschen viel Zeit kosten, würde ich sagen. Auch weil jetzt hier der Potion Glitch nicht funktioniert hat und er jetzt den Mimic Clip machen muss, um weiterzukommen. Immer diese Leute, die ihre Glitches nicht hinkriegen. Ja, Mimic Clip ist ein bisschen aufwendiger tatsächlich. Ihr habt jedes Mal ein Pixel immer weiter rein und hoch und runter und weiter nach links und weiter nach links. Bis er in die Wand klippt. Ja, und sagt und tschüss. So wie jetzt. Ja, ein ziemlich zeitaufwendiges Unterfangen, wie ich finde. Ja, es, ich sag mal so, es könnte vielleicht interessant sein, wenn mal Pot und East Palace Pendants sind und man in GT ganz schnell durch sein will, ohne erst den Bogen zu finden. Wenn die Bögen wirklich an bescheidenen Orten liegen. Kann es glaube interessant sein. Also für Rahlen hat der Bogen ja schon einen bescheuerten Ort. Ja, Skywoods ist nicht
Skywards ist immer so ein Fragezeichen unterfangen. Welche sagen, ja, wir dippen rein, welche sagen, nein, wir dippen nicht rein. Also es ist... Ich kann beide Partien verstehen. Ich bin auch kein Freund von Skywards. Ja, gut. Ich meine, im Falle von Ray hat es ihn schon das ein oder andere Mal was gekostet, als er den Dip in Pot, sag ich, in Skywards halt nett gemacht hat. Und deswegen hat er sich auch in Zukunft vorgenommen, gerade bei Races Pot auf jeden Fall, sag ich schon wieder Pot, Skywards auf jeden Fall mitzunehmen. Daher, ja. Ich kann es verstehen, manche Runner haben halt Brandmarkungen und sagen dann, ich nenne das jetzt ab sofort immer mit. Irgendwann, aber es ist halt immer die Erfahrungssache. Also da stimme ich zu, es ist Erfahrungssache. Wenn man immer so dieses Pech hatte, dass gerade die Skyward Seeds einen weghauen, dann tut man das irgendwann einbauen. Oder es gar nicht erst so weit kommen lassen. Genau. Ja, aber Ralen findet hier keinen Bogen. Das wissen wir schon. Den Eastern Dip hat er schon gemacht. Ist natürlich die Frage. Wird es jetzt doch wieder Meyer Area werden? Und ja, es wird Misery Meyer. Und die Frage bleibt bestehen. Wo ist der Fire Rod? Ich sag noch immer. Keystone Green Pendant into Sasha. Ich bin immer noch für die Change of Chest in Turtle Rocks. So, jetzt Ray auf dem Weg zu unserem Freund, dem Bitty. Bitty! Dem Vielaugenmonster. Ja, Bitty ist ein guter Freund, der hat immer ein Auge auf dich. Gerade deswegen, um eure Mythosse, um euer Leid richtig auszuleben, Yoshi. So, jetzt. Ist aber lustig zu sehen, wie beide Runner in Misery Meyer rumdüsen. Der eine am gegen Anfang, der andere gegen Ende. Aber ich denke denk positiv, beide können es fertig machen. Ja, das stimmt. Beide können dann ihren Crystal abholen. Ich meine, vor allem ist es jetzt schon der fünfte Dungeon, den er fertig macht. Ray ist erst bei 4. Ja, aber beide haben allerdings drei Crystals. Also gehen wir mal von Pat ist nicht Fire Rod Ding. Hat aber Ray keinen Vorteil. Er muss keine Double Bits bis jetzt anstellen. Das war. Oder hat auch so. Ein fast sauberer. Das war fast der Tod. Aber hat's doch noch gerettet schnell. Auf der Blue Mail. Wie geht das? Da ist er. Ja. Jetzt sind wir im No-Mode. Genau, wir sind jetzt offiziell im No-Mode. Wir sind jetzt im Schrödingers No-Mode. Stimmt, Schrödingers, genau. Wir wissen ja nicht, ob der Big Key in GT nicht doch noch auf der Torch liegt. Genau. Obwohl, das wird ein Rahlen sogar in die Hand spielen. Er kriegt einen Fire Rod, wird dann sagen, okay, ich mache jetzt Skywards, wird dann einen Bogen kriegen. Und dann, ist durchmachen. Ja. Dafür hat jetzt Ray, muss er leider ja auf der Graveyard Ledge seine Bonbons noch abholen. Das heißt, ja, könnte noch interessant werden.
Ja, es könnte tatsächlich noch ziemlich spannend werden. Aber Ray wird es wahrscheinlich erstmal tatsächlich die Crystals machen. Sprich, er wird danach wahrscheinlich Richtung Ice Palace gehen. Dann wird er Dings machen. Skull Woods. Fertig. Und dann muss er überlegen. Von daher hat Rahl jetzt momentan noch einen Vorteil. Ja. Weil der Bogen liegt quasi für ihn auf dem Weg. Das stimmt. Was vorher Rahl einen Vorteil hatte, beziehungsweise... Okay, er hatte die Mondperle nicht, deswegen war der Vorteil wieder weg vielleicht. War bei Ray, dass es auf dem Weg liegt. Und jetzt ist es umgekehrt, dass bei Rahl das Item, was er braucht, auf dem Weg liegt. Ich denke mal, dass Ray das Graveyard Legend nicht komplett außer Acht gelassen hat und dann nach Beenden von Skull Woods das dann noch mitnimmt. Ja, ich denke mal, Rahlen wird von hinten nach vorne swipen und wird sich dann ärgern, dass die beiden Items vorne sind. Ja, was ja gängige Methode ist. Ja. Ich meine, verständlich. Also wie gesagt, ich kann es verstehen. Von der Logik her ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf Mortula ein Item ist, sehr hoch. Deswegen wird man ungern vorne prüfen. Ah, ich muss mal echt die ganzen Theorie-Sachen durchgehen. Wie gesagt, je nachdem, wie das Ray routet. Wie gesagt, Graveyard Ledge ist halt wirklich so ein... Ja, das ist halt schon ein bisschen abseits. Also ich meine, er hat ja schon Bamba Cave gecheckt. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass er noch eher Catfish geht. Oder dass er sagt, Galwurz. Ich meine, wenn er tatsächlich Catfish mit rein... Macht er das nicht schon? Der war doch da schon. Stimmt, der war ja da schon. Ja, okay, dann ist es noch, ja, ist noch schlimmer. Ja, er hat Graveyard Ledge ein bisschen tatsächlich als Einzeljack stehen gelassen. Jetzt kommt da die Frage, versucht es jetzt zu kombinieren mit Sky Woods? Oder würde er dann sagen, okay, Sky Woods, Mirror, Ice Palace? Jetzt eine verdammt gute Frage. Also, dass es Sky Woods geht, war mir klar. Also, ja, er hat den Fireout gekriegt. Ja, vor allem Red Crystal. Sind wir mal ganz ehrlich. Ah, seine tolle Pyramid Fairy, wo er ganz gerne mal zwischendrin besucht. Ja, die kann er ja mit Ice Palace dann kombinieren. Richtig, jetzt ist natürlich die Frage, hat er Graveyard Ledge noch im Hinterkopf, beziehungsweise im Blick, oder tatsächlich, dass er dann flötet und... Das ist die Frage, flötet er oder... Aber ich würde es ihm tatsächlich zutrauen, dass er tatsächlich mirrored und dann... Ja, es... Weil er muss jetzt komplett den Weg wieder zurück. Das ist halt auch nicht das, was man gerne macht. Ach, guck. Ray, hast du da nicht irgendwas vergessen? Niemals. Ja, so ein kleiner Schlüssel, um die Tür aufzuschließen, schon praktisch. Was? Nein, niemals. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ray jetzt langsam anfängt, ein bisschen nervös zu werden. Ja, es ist schon eine Stunde 14 vorbei. Die meisten Seeds sind aktuell so immer so diese Stunden-Seeds gewesen, wo schon extrem fortgeschritten war. Also, dass man dann jetzt wieder so einen etwas längeren Seed bekommt, ist, kann ich verstehen, dass es so einen nervös macht. Vor allem, er weiß, dass Rahl ein starker Gegner ist. Er weiß, dass seine
ich sag jetzt mal, seine Mechanics sauber sind. Also, wenn er, wenn Rahn was macht, dann macht es sauber. Was wiederum auch oft dann in Execution technisch und das Ganze auch viel aufbringen kann. So, ich sehe mir erstmal einen Mottenfight auf Reisseite. Der momentan sehr viele Schaden frisst, aber jetzt endlich. Mal schauen, ob Ral tatsächlich noch dran denkt. Ja, er weiß, er hat noch keinen Bogen. Er braucht einen Bogen. Ja, das ist ein Go-Mode-Item. Und das habe ich mir jetzt gedacht, was Red Ray macht. Naja, das habe ich mir auch gedacht. Außer er macht jetzt echt noch dieser Wunder-Check. Nee. Direkt Ice Palace. Okay, was ich jetzt noch vermuten könnte, Ice Palace into Big Fairy into Graveyard Ledge. Dass er dann sagt, okay, ich tue jetzt diesen ein. Das bescheuerte, also den einen bescheuerte Routing, den man nicht machen würde, selbst wenn es wirklich Last Location bedeutet, machen würde. Es ist in diesem Moment schwierig. Es ist spannend, auf jeden Fall. Wer findet zuerst sein Go-Mode-Item? Ich meine, von Crystals gesehen liegt Ray vorne. Ja. Aber das alleine ist ja nicht ausschlaggebend. Genau, ich meine, Rahn, der kann mal kurz schnell East Palace Pad in einem machen, in einem Rutsch, weil die beide auf der gleichen Ecke liegen. Also, ich würde mal sagen, vorteiltechnisch würde ich jetzt sagen, hat jetzt Rahn die Finger vorne, sobald er jetzt den Bogen kriegt. Ja, sobald er den Bogen kriegt, ist klar. Und ich glaube kaum, dass er jetzt drauf spicken wird, dass Zodrock seinen Bogen hat. Glaube ich nicht. Ich meine, er ist ja schon in der Front. Mal kurz raus rein, damit er einen Ort zum Mirren hat. Ja, falls bei der Mami was nicht ist und da findet seinen Bogen. Und damit ist Rahlen im Go-Mode. Bei 1,18,50. Ja. Das wird jetzt Ray wertvolle Zeit kosten, die er gebrauchen könnte. Das tut jetzt weh. Zumal Rahlen jetzt Pot Eastern auch gleich hintereinander clearen kann. Und dann Postwenden Richtung Turtle Rock hoch. Ich meine, er ist ja schon fast full equipped. Das dürfte jetzt tatsächlich das kleinste Problem sein für ihn. Er wird, denke ich, jetzt auch tatsächlich keine Zeit mehr verlieren. Nein, er hat Gold. Also das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, dass er jetzt noch ein GT Silvers kriegt. Aber im Endeffekt würde ich sagen, er ist bereit, er fühlt sich gut. Er denkt, er ist hinten. Er wird Gas geben. Also er wird jetzt das Nitro einschalten und durchrasen. Beziehungsweise ja. Durchlaufen. Ja.
das sehen wir jetzt. er holt sich noch ein Herz, also unser Veteran. Ja, er sagt, ja, einmal noch kompletter Feuerheim, bitte. So, und da sind wir schon, Ray. Bei unserem werten Coldstair Fight, beziehungsweise bei seinem Coldstair Fight. Ah, da sind sie abgehauen. Ja, aber gut. Mit dem Dreierschwert ist, dauert es etwa ein Ticken länger. Ja, die Chance, dann. Aber er hat auch Fireout, also da hat er jetzt diesen Farbe diesmal rausgeholt. Ja. Vor allem mit Half Magic. Easy. Absolut gar kein Problem. Ab drauf ist ein sauberer Kampf. So, was so. Macht jetzt Ray als nächstes? Ja, das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Er sucht. Also, so wie es aussieht, würde ich jetzt sagen, er gibt die Red Bomb ab. Yep. Und die nächste Frage ist nach Red Bomb Graveyard Ledge, weil er weiß, dass es zwar nicht mehr so stark auf dem Weg, aber. Ich glaube, da wird er eher in Swamp reingehen. Er geht in Swamp rein. Oder das? Nee. K45. Klar, er hat ein Spiegel jetzt. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Jeder Check, den Ray macht, kostet ihm wertvolle Zeit. Und das nicht unerheblich. Da war schon ein bisschen zu schnell rein. So. Zordele. Jetzt gucken wir mal. Ray macht jetzt doch die Red Bomb. Ja, natürlich macht er die Red Bomb. Ja, ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, okay, ich gehe hoch weiter. Ich meine, das Einzige, was ihn jetzt wirklich hundertprozentig in die Richtung bewegen würde, wenn er jetzt bei der Fat Fairy durch Zufall Boots kriegen würde. Das wäre natürlich dann ein glücklicher Fund für Ray, aus zweierlei Hinsicht. Erstens, weil er sich sowieso wahnsinnig über Boots freut. Und zweitens greift ihn das natürlich in Richtung Graveyard Ledge und die Bootchecks. Genau. Es wäre dann so Art wie, du musst dahin, du hast sie gerade bekommen, du willst sie nutzen. Drei Checks, nimm sie. Ja, das würde das tatsächlich auch noch, würde das tatsächlich machen. Zumal die relativ dann auch schnell abgehandelt sind. Mit Hilfe der Boots. Ja, klare Aussage. Klare Aussage. So, Ray, wo gehst du jetzt als nächstes hin? Geht wahrscheinlich wieder zurück, um Swamp Palace zu machen. Das glaube ich auch. Da kann er 6 Items rausholen. Also quasi das, was Rahlen alles schon vorher abgehandelt hat, holt Ray jetzt quasi nach. Ich meine, das Beste ist, er versucht nicht in Turtle Rock das zu machen. Weil er nicht reinkommt. Das ist das einzige Glückliche. Oder Traurige. Also zumindest mal kann er davon ausgehen, da liegt schon mal die gewünschte Progression nicht. Aber es gibt halt noch so viele andere Orte, die er prüfen kann. Und ja. Ja. Rahlen ist jetzt auf dem Weg nach Turtle Rock zu seinem 7. Kristall.
Beziehungsweise sag mal zu Trinex. Man soll ja nicht vor, man sollte eigentlich nicht vorher urteilen, aber Rallen ist mittlerweile so weit vorne, wenn jetzt Drake einmal komplett durch Swamp durch ist, ja, ist Rallen fast durch bei Turtle Rock. Es wird schwer sein, also wenn ihr jetzt, ich meine, ich stelle mir gerade jedes Szenario vor, was passieren kann. Muss bei Rahlen schon verdammt viel schief laufen, damit Rahlen noch aufhört. Ja, vor allem mit der Tatsache, das Einzige, was wirklich passieren kann, wäre, dass die dass der Big Kick Torchlocked ist in GT und dadurch ja und die Boots nicht in GT sind, sondern was weiß ich. Ich kann ja, mir gar nicht vorstellen. Das kannst du mir nicht vorstellen, das ist mein Problem. Dann hat gleich Checks gemacht wie Ray schon. Also was Ray gerade macht. Das. Es gibt keine Möglichkeit für mich. Also, falls der Chat mich. Also, Ray müsste jetzt echt eine Position ablaufen, die rein nicht war, wo gut sein könnten, damit GT Gebiki kriegt. Also wie gesagt. Ja, bleibt nicht viel übrig. Ja. Ich meine, Ray wird jetzt wahrscheinlich Swamp Palace machen und wird dann wahrscheinlich entweder sagen, okay, ich mache jetzt den Thieves Town Try oder den einzelnen Checks. Obwohl ich eher die einzelnen Checks bevorzugen würde. Na, man muss halt bedenken, in den Dungeons sind halt die Itemdichte relativ hoch. Ja. Die einzelnen Checks kosten halt schon Zeit. Und dadurch, dass jetzt auch Ray jetzt nur noch dieses Bombus-Medaillon sucht, wie gesagt, das, was vorher bei Ray war, hat jetzt Rahlen gehabt. Und Ray hat jetzt halt das Pech, dass seine Bonbons in einem Blickwinkel sind, wo nicht gerade sehr gern gesehen ist. In dieser Situation. Deswegen. Ich kann seine Entscheidung verstehen, dass er sagt, nein, da gehe ich nicht hin. Sagara, da fällt mir noch was ganz Wichtiges ein. Oh, was denn? Erzähl's. Ich hab's vergessen. Rahlen hat gleich seinen letzten Crystal in der Hand. Ach, du meinst das? Ja, das ist. Ich hab's komplett vergessen. Das ist jetzt schwierig tatsächlich. Wie war's? Sobald jetzt in dem Fall Rahlen, seinen siebten Crystal hat. Aktiviert unsere Tracker. Das ist ein Spiel. Wie hieß es nochmal? Boah, da muss ich jetzt gerade selbst überlegen. Es hat irgendwas mit einem besonderen Item zu tun, was man in GT findet. Ich glaube, es war der Bicky Kissing Game. Genau, stimmt, das meine ich. Game. Da war was. Ja, es ging ja folgendes ab. Der Bicky ist ja auch durchgewürfelt im Gardens Tower. Also er ist nicht hinter. Wahrscheinlich nicht hinter Amos Knights, vielleicht nicht hinter Amos Knights, aber wir haben 22 Checks in dieser Zeit, wo der Chat reinschreiben kann, auf welchem Check der Bicky ist.
Das heißt, er könnte auf dem ersten Platz, also auf dem ersten Check sein, er kann auch auf dem zweiten sein. 1 bis 22. Die letzte Zahl, die ihr im Chat eingibt, wird gewertet. Also, falls ihr jetzt sagt 5, 9, 13, dann wird 13 die letzte Zahl sein, die ihr wird dann vom Bot genommen. Da fällt mir noch was Wichtiges ein. Das Spiel oder das Ratespiel endet dann, wenn Rahlen in dem Fall doch sein das GT da betritt. Stimmt, ja. Das heißt, wie gesagt, in dem Fall wird Rahlen starten und stoppen. Das heißt, ihr habt jetzt genau, sobald Rahlen den siebten Kristall in der Hand hält, Zeit, es zu versuchen, die gewünschte Nummer zu nehmen. Koval, welche Zahl nimmst du? Ich nehme wieder meine klassische Zahl, die ich immer nehme. Die 2? Nein, die 6. Ich bleib bei der 10, also ich hatte gestern Glück, ich hatte in letzter Zeit Glück. Ich meine... Vielleicht ist es ja diesmal die 22. Ich meine, bis jetzt war es immer so, wenn Rahlen kommentiert, hatte ich die mit der 10 Glück. Wie es mit dem spielt, weiß ich nicht, das muss ich jetzt erst rausfinden. Dann ist es die 20. So, da ist er, der Kristall. Es warten nur noch auf das Startsignal. Und da wurde es von unserem lieben Tracker gestartet. Da fliegen aber viele Zahlen rein. Das heißt, ach, kleine Info, die Punktezahl, die wir hier bestimmen, sind nach den Votes der Spieler. Also wenn 22 Spieler voten, gibt es 22 Punkte. Kleine Info, falls einer mehrere, also ich sage jetzt mal, drei Leute die gleiche Zahl hat, kriegt der erste die volle Punktzahl und die anderen zwei kriegen 5 Punkte Trost. Also selbst wenn eure Zahl nicht als erstes reingeschrieben wurde, ihr kriegt noch nur Teilpunkte. Und als Belohnung werdet ihr auf unserem Leaderboard verewigt und kriegt einen Zungenkuss mit Sagara. Was? Nein. Warum nicht? Ich bin schüchtern. Ach so, na, das wusste ich nicht. Vielleicht ein Handkuss. Oh, das kriegen wir hin. Aber war es nicht immer ein feuchter Hintergrund vom Bonsai? Oder wurden die Regeln geändert in nächster Zeit? Nicht das Spitze. Aber mir geht sowieso einiges vorbei, also von daher. Ja. Warte, Ray ist jetzt gerade Tiefstorn. Macht Tiefstorn fertig und wird wahrscheinlich Blind Pets ziehen. Oh ja, die Befürchtung habe ich allerdings auch. Und. Verdammt, wir haben vergessen anfangen zu zählen. Aber. Ja, es ist zwei haben wir schon. Ich würde gerade sagen, mindestens zwei. Weil Tyrum hat er übersprungen. Dann kommen wir jetzt zu 3. 4. Oh, die Schaufel. 5, schön. 6. Bis jetzt sieht es mal gut aus. Nee, für mich ja nicht. Ich habe jetzt verloren. Das ist blöd. Ich meine, bis jetzt sieht es mal gut aus, dass allgemein ein Key schon gefunden wurde. Aber ja, du hast es verloren, es tut mir leid. Also. 7 ist zwar ein Schlüssel, aber nicht den, den wir suchen. Und es wird trotzdem gezählt, weil wir ihn gesehen haben. Diese komische Stehlampe wird immer mitgezählt. Genau. Jetzt kommen wir zur Nummer 8. 9. 10. 11. Und ein bisschen Pet-Hype. Und das Pet hat das Buch. Wie geil. Aha, so stark paradox.
Also, wir waren bei 11. Nummer 12 hat Bomben. Krebs zum Beispiel jetzt machen, jetzt sucht ja immer noch mal einen Bogen machen. Der wird wahrscheinlich jetzt Grave-Attach. Nein, auch nicht. Ah, jetzt geht das Bombus-Tablet checken. Ja. Nummer 13, noch mal Bomben. Jetzt kommt 14 bis 17. Schimpft. 14, 15. Es warten noch auf eine Chatbestätigung. Hm. Ja, ja, 6 waren das. Nee, nee, es war die 6. Es war bestimmt die 6. Also. es war die 15. Ich denke mal, Chat wird mich gerade anflunkern, damit sie ihre Punkte kriegen. Nur verzählen wir nochmal nach. 6 auf der rechten Seite. 7, 11, 12, 13, 14, 15. Gewonnen hat Key 15. Unser lieber Tracker darf jetzt hier Key 15 ausschauten. Und gewonnen hat Dr. Wiesel. Congratulations. Congratulations, Dr. Wiesel. Hier gehören Ruhm und Ehre und 23 Punkte fürs Leaderboard. Und ja, ich habe gelernt zu zählen. Ich verzähle mich zwar oft noch, dass ich 10 immer sage, aber ich kann zählen. Und damit jetzt ab durchs Gauntlet nach oben. Und jetzt ist Rallen tatsächlich auch mit den Silvers voll equipped. Hat die Silvers auch noch gefunden? Ach du Scheiße. Ja, sieht man mal. Boah, und die versteckt, die habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Ja, die waren wahrscheinlich irgendwo in GT versteckt. Ja, ich hab noch gesagt, wenn jetzt die Silvers nicht im GT zurück sind, dann. Ja, okay. Die waren da versteckt, ja. Aber draußen, es war spannend bis zu dem Punkt, wo es mit Bonbons versus Bo ging. Ja. Aber du hattest recht. Passt. Die Boots auf dem Green Pendant. Welche Ironie. Ich meine, es Vanilla kann. Ich meine, es ist. Och nein, Ray. Nein. 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 Jetzt wieder das Bombe. Geh in die Dark World! Ja, er macht, glaube ich, jetzt noch einen Lumberjack-Check. Weil den hat er am Anfang nämlich nicht gemacht. Aber auch da wird er enttäuscht werden. Ich meine, er wird jetzt ein paar Bomben finden und sagen, cool, will ich haben. Nein, eigentlich nicht. Aber. Ray, so nah und doch so fern. 2 Screens nah, doch 1 Mirror entfernt. Ja, so ungefähr. Hey, er füttert ein paar Herzen, ist doch toll. Oder ein Herzcontainer. Ist doch ja, herrlich. Aber, ja. Egal, er hat sein Bestes gegeben, also er kriegt von mir ein Fleischsternchen. Er hat gute Bails geliefert, also man kann nicht. Also das, wie gesagt, es ist Rando. Man entscheidet was und dann folgt man diesen Weg. Am Anfang lag er ja auch vorne. Ja, also er hat ein gutes Gespür gegen Ende, wo es halt. Ja, war halt etwas schlecht, ja.
Jetzt sehen wir auch leider keine Hover-Action von Ray. Frag ihn mal, vielleicht kann er es ohne Boost. Ja, er hat sie doch. Achso, Ray. Ja, ich war gerade neutral. Nee, Ray. So, mal schauen mal, wie erfreut er sein wird, wenn er jetzt gleich seinen Bombus in den Händen hält. Der wird denken, okay, wenn jetzt Rahl nicht gerade selber die größten Fehler seines Lebens macht, ist es noch eine Chance, aber ich würde sagen, er weiß, er hat's lieb gewonnen. So, da ist unser werter Agar. Agar down. Und jetzt geht's auf in Richtung Schweinchen. Ja, aber sind wir mal ehrlich. Buttersword Silvers, also. Ich weiß nicht, wer mehr lacht, das Schweinchen oder Rahlen. Wahrscheinlich Rahlen, ja. Na gut. Rahlen hat Buttersword, hat Silvers. Was will man mehr? Einen coolen Abschluss gegen das Schwein. War das nicht Lemmy, der mal nach dem Ganon-Fight im Internationalen mal so einen Moonwalk hingelegt hat? Weiß ich nicht. Habe ich mal durch Zufall gesehen, dass sowas überhaupt geht. Ich glaube, das war Lemmy, wo das mal hingebastelt hat. Das sah echt spektakulär aus. Ja, bei einem richtigen Input-Marsch fühlt es sich an, als würde er rückwärts laufen. Nee, er läuft dann rückwärts. Und zwar tut er im richtigen Moment rennen und dann geht er quasi ein ganzes Stück nach vorne und dann läuft komplett über die Brücke zurück. Das ist faszinierend zu sehen. Braucht man absolut gar nicht, aber es ist faszinierend zu sehen. Oh, ich meine, beim Arca-Fight, wenn er einen Blitz macht, da würde ich auch ein bisschen so tricksen. Zu sagen, hey, schau mal, wenn du einen Blitz machst, laufe ich zurück. Und da ist ein schöner Double. Kein Triple. Aber egal, safe. Wir sind durch. Damit hat Rahlen das erste Race für sich entschieden. Erstmal ein dickes GG an Rahlen. Und er gewinnt das Race mit einer offiziellen SRL-Zeit von 1 Stunde 43 Minuten und 26 Sekunden. Ja, Ray hat wahrscheinlich jetzt, so wie und er pausiert. Und Ray hat darauf folgend gleich geforfaitet. Ja, wie gesagt, GG haben beide. Beide haben großartig Plays gemacht. Schade, dass es doch nicht gegen Ende noch richtig spannend wurde. Also, das ist halt klar war. Bow gegen Bombus, da konnte man locker rausrätseln, wie es läuft, vor allem, weil Bombus ein isolierter Check war. Toll. Ja, denn halt hat Rahlen, dadurch, dass er einen Early Mirror hatte, halt relativ zeitnah gemacht. Aber beide Runner solide gespielt auf ihre Art und Weise. Von daher, wie gesagt, alles super. Das ist Randall, da entscheiden sich die Leute und gehen dann diesen Weg. Ob es gut oder schlecht ist, ist immer eine andere Sache. Es kommt halt die Frage, wollen noch beide reinkommen oder wollen sie nicht noch reinkommen zum Interview? Oder sagen sie, wir sind zu müde? Ja, wir brauchen, glaube ich, erstmal noch die Einladung. Bot ist tot. Dann machen wir es ganz einfach. Da. Das ist Nummer 1. Jetzt kommt die Frage, ob Ray auch noch rein will. Ich denke schon.
Ja, gib mir einfach mal den. Das ist wahr. Da gab es tatsächlich, musste alles manuell gestartet werden. Ja. Und Chichi, ihr beiden! Chichi! Hi! Na, wie geht's euch? Wie fandet ihr den Seed? Also ich meine, ich habe schon eine recht gute Serie von absolut exquisiten Müll am Laufen. Das muss man mal so festhalten. Ich sag mal so. Was Balen sagt. wo du angefangen hast, hat Ray weitergemacht. Es war gegen Ende eigentlich nur Bo gegen Bombos. Um es kurz zu machen. Ja gut, hat der dann nicht unbedingt geholfen, dass der eine Bogen hinterm Bombos war. War ja. Der vielleicht ein leichter Vorteil. Es war ein Müll und also, mein also, Routing am Anfang gerade war schon mega weird. Irgendwie kam dann eine komische Idee nach dem anderen und dann hat man da viel bekommen, aber hinten raus wurde es halt einfach so. Bah. Also bei mir war es halt lange Zeit so. Ich habe halt, es war so witzig, ich habe auf dem Berg Progression vermutet, aber ich wollte da nicht hin, weil es halt einfach dumm war, keine Ahnung. Genauso habe ich auf Graveyard Ledge die Progression vermutet. Ich wollte da nicht wählen, weil ich wusste nach dem Spiegel, wenn da irgendwas liegt, dann hat es Rahlen schon längst. Und ich habe es dann halt auch konsequent bis zum Durchschluss durchgezogen, weil ich es halt einfach nicht wollte, weil ich wusste, wenn da Progression liegt, ist es für mich eh vorbei. Da war es mir zu dumm, habe dann gesagt, ach komm, scheiß drauf, es ist halt, ja. Ich sag's ganz offen, ich habe gehofft, dass du eigentlich nach der Fat Fairy, nachdem sie dir so eine Aussage gemacht hatte, noch aufs Frust extra zu Graveyard Dead schläfst. Nee, das war echt meine Hoffnung, aber ja, sie wurde leider nicht erfüllt. Und Ral, ja, es war sehr interessant anzusehen, wie du Swamp Palace gemacht hast. Also, okay, nachher ist Ray auch nochmal rein, aber dass du es so früh gemacht hast, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich meine, Item Progress, ja. Aber dass du sagst, Tasch, okay, du droppst ihn erst noch was anderes machen, das hat mich tierisch gewundert für dein allgemeines Spiel. Ist er noch kann. Auf das Startsignal? Ja, eigentlich nicht. Kann ich auch ganz genau sagen, was da passiert ist. Ich war früher in Eastern. Pot ja. Und Eastern waren Crystals. Ich wollte, ne, oder ich hatte den Spiegel, das heißt, ich wollte nicht so, ohne Bogen so nach Pot Tracker gehen. Geschadet. Ich wollte aber auch nicht ohne Fire Rod nach Skywoods ja, gehen und ich wollte fahren, nicht nein. Ohne Kane nach Meyer gehen. Und, oh mein Gott! Und so, man musste schon ein Season nach Ordnung wählen. Also, wenn 22 Das heißt, irgendwann musste ich halt eine Orte wählen und ich hatte halt den Hookshot sehr früh, es war alles in Logik, ich hatte die Mütze ultra früh. Ja, und dann waren halt die Perle hinter den Flippers, aber Eis war komplett leer und Swamp war so früh offen. Da dachte ich mir, ey komm, da sind jetzt 6 Items hin. Da wird schon irgendwas sein. Fire Rod, Bogen, Somaria, vielleicht die Boots, die noch gequält sein sollen. Irgendwas. Nö. Nein. Du musstest irgendeinen der Double Dips machen. Ich meine, erstmal Glückwunsch an Ray, du hast meine Erwartung fast erfüllt. Also ich habe eigentlich gehofft, dass der Fahrrad hinter Queen Pendant ist. Du hast dafür mir die Boots geschafft. Also was ich immer. Vielen Dank. Also du hast mir den Tag mal ein bisschen gerettet. Also ich fand das Lustigste eigentlich das Pet. Also da musste ich so halt so lachen. Da sind mir fast die Tränen gekommen. Das war so genial. Aber mir geht sowieso einiges vorbei. Also ich hatte das Buch. Warte, Ray, ist warte. Jetzt gerade Eastern. Mach Eastern fertig und wahrscheinlich. Also, wie gesagt, egal, wir hatten beide wirklich ein klasse Match geliefert, trotzdem. Also, es war halt, wie gesagt, am Ende Bombos gegen Bo. Aber bei dir war Bo auf dem Weg, Bombos war Arsch der Welt. Ich kann sagen, mindestens 2. Aber bis dahin war es halt immer so schön. Jetzt war Ray vorne, jetzt war Ryan vorne. Ryan macht jetzt irgendwelche komischen Plays. Ray kriegt damit Abstand. Jetzt macht Ray komische Plays, jetzt macht Ryan wieder vorne. Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen zum Teil, dass sie das gemacht haben. Nee, für mich ja nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich
direkt nach dem Spiegel zur Graveyard Ledge gelaufen wäre, wäre es wahrscheinlich gut für mich ausgegangen. Aber es war halt so kacke. Es war nur für die Graveyard Ledge. Ja. Ich habe halt schon nach dem Spiegel habe ich so gedacht, ja, da muss irgendwie Progression dahinter liegen. Aber ich wollte halt einfach, ich wollte es halt irgendwie halt auch nicht, weil ich dachte mir, Rahlen ist wahrscheinlich früh hoch auf dem Berg, hatte früh die Mids und dann dachte mir, nee, ey, das ist so dumm. Das ist halt einfach alles einfach nur dumm. Nach dem Bogen habe ich mich halt gut gefühlt gehabt. Da dachte ich mir, das war super. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das Rahlen je nachdem skippt. Und ja, aber halt nach Pot ging eigentlich alles den Berg ab. Also da habe ich nur noch gepultiert und das war halt alles irgendwie kacke für mich. Ich war da auch nach einer Stunde, war meine Konzentration aus irgendeinem Grund völlig weg. Habe halt viel Blödsinn halt auch in der Execution gemacht, hat nichts mehr gepasst, so halt wie ich es eigentlich sonst so mache. Keine Ahnung, es war dann, ich hatte irgendwie auch keine Lust mehr, so das Seed. Nee. Ja, man, ja, je länger das Seed dauert, also nach einer Stunde wird man meistens schon nervös und wenn dann noch ein paar Displays kommt, war es. Es war nicht mal, ich war eigentlich kein bisschen nervös, der hat mich einfach. Ja. Keine Ahnung, ich hatte keinen Bock mehr. Also war einfach nur diese Südlust, ja, auf dich habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ja. Ja, kenne ich auch. Es ist bei mir meistens, wenn ich GT betrete. aber wie gesagt, dennoch von mir GG an euch beiden. Also Rahlen geht jetzt mit 1-0 gegen dich. Das zweite Match sollte jetzt wann bei euch sein? Am Freitag, gell? Freitag um dieselbe Zeit, soweit ich mich erinnern kann. Genau, Freitag und Samstag. Weil dann Koval, hast du noch irgendwelche Fragen? Also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Alles gesagt worden, was mir einfällt. Nö, die beiden haben einen super Race abgeliefert. Es war absolut spannend zu sehen. Immer wieder abwechselnd oder sich gegenseitig abgewechselt mit den Checks. Mal ist der eine da lang, der andere in die andere Richtung und dann wieder getauscht. Und ab einem gewissen Punkt war halt Ray tatsächlich vorne gewesen. Dadurch, dass er halt auch früh den Bogen gefunden hat. Ja, und des Bombos wurde Ray dir halt so ein bisschen zu Verhängnis. Leider. Weil das lag halt dann nicht mehr auf dem Weg. Ja, ich meine, du hattest zwar den Weg von Skywoods, weil aber wieder in Anführungszeichen idiotisch, weil du den kompletten Weg wieder zurücklaufen müsstest. Und der nächste wäre gewesen, wo ich vielleicht dachte, dass du das dann mit einbindest, weil du gerade, ich sag mal, auf halbem Weg warst, nach der Fat Ferry. Dass du dann sagst, okay, nimm mal kurz noch mit, egal wie es traurig es klingt. Aber wie gesagt, es ist bloß so ein Gedankenspiel gewesen. Ja, aber da würde ich vielleicht sogar sagen, spätestens wenn man nach Graveyard, nach Red Bomb hochgeht Richtung Catfish, dann sollte man es eigentlich mitnehmen, weil ich Catfish war halt hat schon, er schon bei Catfish und alles, weil ich halt. Ich hatte halt die Flöte gefunden im Digging Game. Ich war halt eben noch nicht auf dem Berg oben. Hab dann und hatte halt durch den Spiegel nicht. Hab dann die Pyramide gemacht, hab Catfish gemacht, weil ich ja dann die Flöte aktivieren konnte und so dann halt Eastern und Pot in einen verbinden konnte. Und deswegen, ja. Es war halt sehr, wie gesagt, dieses Dahingehen war einfach komplettes, ja, vom Routing her ungewohntes Ding gewesen. Dass man gesagt hat, okay, ich bin jetzt eh schon in der Ecke, jetzt nehme ich es nochmal mit, ohne die Boost zu haben. Ja, da war es natürlich dann praktisch, dass ich die Mids schon hatte, dass ich halt die Route von Hype Cave, wo ich eigentlich erst nach Swamp wollte, aber dann ist es natürlich ein Pendant und dann sagst du ja auch, komm, ne, gehst später rein, wenn es nötig ist. Ja, aber dann konnte ich halt über Digging Game gleich die Route Village of Outcast mitnehmen, krieg halt noch den Spiegel, um gleich auch noch die Smith Chain mitzumachen. Also da hat halt alles wirklich schön reingepasst. Ja. Ja, und dann,
Ne? Wollte man halt auf den Fire Rod warten, aber dann kann man wenigstens Graveyard Edge noch mitnehmen, weil wenn man dann die Boots bekommt, dann kann man einfach auch die beiden Boots-Checks in der Light World machen und dann hat man Graveyard Edge schon weg. Und wenn der Fire Rod auf Graveyard Edge liegt, dann kann man sogar noch Skullwoods direkt mitmachen. Ja, für die Schalen hat sich das ja alles ja dann relativ gut gefügt und wir wussten ja, wo der eine Bogen lag und wir wussten, der liegt ja definitiv auf dem Weg. Du hattest das Bombus schon, du warst relativ zeitnah in Go-Mode gewesen. Das war halt dein Vorteil, dass du am Anfang so ein bisschen gestruggelt hast. Klar, Moonpearl, Last Located. Das würde ich aber nicht unbedingt Struggle nennen, weil ne, ich hatte halt die Flippers dann nicht so früh bekommen, aber ich hatte halt einfach kein Geld für Sucher. Und ich hatte so viele Checks offen und habe halt gehofft, okay, irgendwann kriege ich dann halt noch das Geld für Sora. Ja, dann kann ich halt auf dem Berg mit Hera mitnehmen und kriege halt immer noch nicht das Geld, aber ja. Ja. Deswegen, ich habe halt drauf gespielt, dass ich halt in den anderen Chicks entweder die Moonpearl finde oder das Geld dann für Sora und letztendlich hat es ja dann noch gepasst. Ja, hat ja alles gepasst, also wie gesagt. Oder zum Rennen dahin auf jeden Fall. Es gab ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen, trotzdem noch. Bis, wie gesagt, Bo gegen Bombos da halt so war. Also hätte, wie gesagt, ich hätte mir echt gewünscht, Ray hätte irgendein komisches Play gemacht, dass er die Bombos gefunden hätte, dass ihr noch euch durch Ganons Tower jagt. Also das hätte mich so gefreut. Hätte ich nicht so Lust drauf gehabt. War so rum schon entspannter für mich. Ja. Wenn ich das natürlich nicht gewusst habe. Ja, es ist klar, als Runner da ist man immer froh, wenn der Gegner irgendwo ganz weit hinten ist. Ich als Kommentator sage, es muss spannend sein, es muss schön nervendorfreitend sein. Also ich meine, ich habe eh schon nach der ganzen Geschichte da mit Pottmeier und Skullwoods, die ja da wunderschön im Kreis geführt haben, hatte ich eh schon irgendwie jede Minute aufs SRL geguckt und gedacht, okay, wann finisht Ray jetzt? Es lag doch eigentlich alles auf dem Weg. Aber da Bombus halt dich. Für mich so früh war und das halt noch gar nicht unbedingt in meine Gedankenspiele mit eingeflossen sind, hatte ich das gar nicht im Hinterkopf. Ja, okay. Ja. Na, ich meine, ja, war jetzt halt einfach eine Entscheidung, war halt eine Entscheidung wieder mal, die mich halt dann dazu gebracht hat, eine andere Entscheidung zu fällen, die ebenfalls wieder genau das Falsche war. Ja, das hatte ich. Das ist eigentlich das, warum ich alles dann angefangen habe zu Last Locaten. Ne? Das ist halt genau Rando, ja. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Es ist Rando. Ihr macht eine Entscheidung, ihr geht sie durch. Das ist wenigstens das, was man als Spieler haben sollte. Dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, wirklich sagt, okay, egal wie bescheiden sie läuft, wir ziehen es jetzt durch. Das ist wenigstens das Schöne an Rando. Dass man einfach nicht weiß, was erwartet. Ja, aber ich kann auf der anderen Seite immerhin sagen, auch wenn das Routing und die Item-Platzierungen an sich totaler Käse waren, immerhin war meine Execution heute da, es hat eigentlich alles relativ flüssig gepasst. Keine größeren Probleme gehabt und von daher, zumindest damit bin ich einigermaßen zufrieden. Auch wenn ich natürlich relativ früh stand schon alle vier Schwerter hatte. War natürlich vieles nochmal einfacher. Aber trotzdem. In dem Moment, wo du das dritte Schwert gefunden hast, habe ich noch davor gesagt, ja, das Schönste wäre jetzt so Ral mit Master Sword noch in GT gehen, die Silvers finden und dann so Master Sword Silvers. Und Ray dann noch irgendwie auf dem Weg noch so tempert ohne Silvers. Aber es waren halt zwei in Desert. Ja. Eins drin, eins draußen. Ja. Das hast du innerhalb von 5 Sekunden geneidet. Desert, ja, Mann. Da habe ich den Big Key gefunden. Und das war halt auch sowas. Und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt gehst du Boss und hoffst du, dass da das zweite Item liegt. Und danach, wenn du es nicht liest, dann gehst du Right Side checken. Und dann bin ich ins Portal rein, bin ich dann Dings Checkerboard checken gegangen. Bin dann Richtung Skullwoods, weil ich ja da den Fire Rod in Mystery Mire bekommen habe. Und dann Richtung Skullwoods. Und da fingen halt die Konzentrationsprobleme halt auch richtig an. Ich so, habe ich jetzt Right Side Desert noch mitgenommen? Ich so, nee, ich glaube nicht. Und ich war mir halt übelst nicht sicher, aber ich wollte nicht zurückgehen, weil, ja, das kannst du nicht bringen. Aber in dem Fall habe ich es wirklich liegen lassen. Ja.
Du hast ein... Das erste Schwert war ein Minimutus, das zweite war bei Agin, das dritte war bei Desert Place. Wo war das vierte nochmal? Auf dem Berg. In Paradox Case? Ja, das war mein genau, zweites. Paradox Case. Genau, da hast du dein drittes gefunden. Genau. Nö, ne, aber wie gesagt, es war wunderbar. Also ich habe dadurch, dass ich spontan aushelfen musste, echt genossen dieses Match von euch beiden. Wenigstens einer, das ist doch schon mal gut. Ja. Und noch viele andere auch, denke ich. Ich weiß nicht, wie froh ich da jetzt drüber sein soll, aber gut. Ich guck gerade, heute läuft nix. Nee. Sind wir schon bei Donnerstag? Nee. Ja, morgen um 20.15 Uhr Talane gegen Schulzer. Auf Speed Gaming Deutsch, also hier auf dem Channel. Also morgen wieder Primetime. 20.15 Uhr. Saber gegen Illus auch noch. Und 20.13 Uhr Divi versus I Eat Flower. Talane gegen Schulzer haben ihr erstes Match, oder? Ja. Ja. Und die anderen beiden haben ihr zweites Match. Also da wird dann entschieden, ob es weitergeht oder nicht bei denen. In der dritten Runde. Und dadurch, dass die Saber gegen Illus das erste Spiel leider nicht zeigen konnten, bin ich mir fast sicher, dass sie das zweite Match zeigen werden. Also, Trecker und Commentary sind schon genügend drin. Ich muss jetzt bloß noch die Admins machen. Apropos Trecker und Commentary. Kurze Verbraucherinfo. Falls ihr sagt, ihr wollt mal selber hinters das Kommentieren oder das Tracken machen, unten ist ein Discord-Link. Da kommt ihr auf unseren Discord und unter dem Hashtag Commentary und Tracking könnt ihr euch anmelden. Jetzt gucke ich bloß, was ich auch richtig. Ja, Commentary und Tracking. Da ist dann oberhalb ein Link, wo ihr euch dann anmelden könnt. Im Notfall bei Fragen oder Anregungen, falls ihr das Spiel selber machen wollt, könnt ihr auch auf dieses Discord kommen. Wir sind alle soweit freundlich, außer Rani, ich habe gehört, dabei ist ab und zu mal. Ganz selten mal. Aber er tut's. Ansonsten war's eigentlich von mir. Also ich gebe jetzt noch das letzte ich gebe gleich das letzte Wort weiter, aber ich bedanke mich heute nochmal bei Kiki fürs Tracking und an meinem Co-Moderator Kowal fürs Mitkommentieren, beziehungsweise dass ich mit ihm kommentieren durfte. Spontan. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke an die Runner für dieses spannende Race. Danke natürlich an Kiki, die sich wahnsinnig gefreut hat, mal wieder mit dabei zu sein und hinter den Tasten zu sitzen. Danke, Sagara, natürlich für das ganz spontane Einspringen. Richtig mutig von dir. Und dann würde ich sagen, haben die Runner noch was zu sagen? Eigentlich nur noch mal ein Danke an alle Beteiligten, natürlich an euch fürs Kommentieren, auch an Kiki fürs Tracken, natürlich auch noch mal danke, Ray, dass du mit mir gelitten hast durch diesen Sieg. Es hat keinen Spaß gemacht, ja, aber ja. Ja, okay. Was soll man machen? Was Rahlen sagt. In der Hoffnung, dass der nächste besser wird. Ich hoffe es. Und wir wieder enttäuscht werden, weil es ja doch nie so ist. Nein, sonst wäre es ja langweilig, oder? Zumindest mal für die Zuschauer. Wir haben hier manchmal ganz recht, zumindest wenn ich runne. Gut, dann würde ich sagen, im Chat seht ihr noch die Links zu den Twitch-Channel von den beiden Runnern. Geht drauf, folgt denen, die freuen sich unheimlich. Wenn ihr denen ein bisschen über die Schultern schaut, für die Interessierten können sich bestimmt noch was abschauen bei den beiden. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend, einen schönen Start morgen und
von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.